Herzlich willkommen zum heutigen Tutorial aus dem Bereich TwinSafe. Mein Name ist Martin Früchtel aus dem Produktmanagement Safety und ich gebe Ihnen heute eine erste Einführung in unsere Tutorial-Serie und das erste Tutorial. Bevor wir mit dem eigentlichen Tutorial beginnen, möchte ich kurz ein paar Worte zu unserer Tutorial-Serie verlieren. Wir haben in den letzten 2-3 Jahren sehr viele Neuerungen im Bereich TwinSafe released. Wir haben mittlerweile eine neue Generation der Sicherheitssteuerung. Das heißt, wir haben viel mehr Funktionalität und Performance in unserer Sicherheitssteuerung vorhanden. Aber der wirklich revolutionäre Schritt bestand darin, dass wir die Funktionalität der Sicherheitssteuerung genommen haben und in alle neuen Komponenten integrieren. Das heißt, egal welche Komponente Sie heute kaufen aus dem Bereich TwinSafe, können Sie diese sowohl zum Beispiel als Eingangskomponente verwenden, aber Sie können auch jederzeit die darauf integrierte Sicherheitssteuerung benutzen, um quasi applikationsspezifische Vorverarbeitung durchzuführen zum Beispiel. Und da wir jetzt eine neue Sicherheitssteuerung haben und auch entsprechend die Funktionalität in unserem TwinKit 3 Safety Editor immer mehr angestiegen ist, haben wir uns jetzt entschieden, eine Tutorial-Serie zu machen, wo wir uns einfach kleine Beispiele vornehmen mit einem sehr engen Fokus, damit diese Beispiele einfach zu verstehen sind und auch einfach zu referenzieren sind, sowohl für uns als auch für Sie. Und wir gehen einfach durch alle Szenarien durch und zeigen Schritt für Schritt, wie man Sachen mit der TwinSafe-Welt lösen kann. Sollten Sie schon während dem Tutorial Fragen haben, können Sie das einfach über den Fragendialog stellen. Dann versuche ich die im Nachgang sofort zu beantworten, beziehungsweise können Sie sich auch jederzeit per E-Mail an mich wenden. Im heutigen Tutorial steht der Motion-Bereich im Fokus. Wir haben vor einigen Jahren mit der Optionskarte AX5801 für den AX5000 begonnen. Dort konnte man fest verdrahtet STO-Funktionalität realisieren. Im nächsten Schritt haben wir die AX5805 Optionskarte released, die über FSOE angesteuert werden konnte. Die eigentlichen sicheren Antriebsfunktionen werden beim AX5000 über die Safety-Parameter konfiguriert. Das heißt, der AX5000 hat über FSOE ein gewisses Prozessorbild, was hier links zu sehen ist. Über dieses Prozessorbild können die Sicherheitsfunktionen angesteuert werden. Die Konfiguration erfolgt wiederum innerhalb der Safety-Parameter. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel Safe Limited Speed realisieren wollen, gibt es einen entsprechenden Parametersatz, über den diese Funktion konfiguriert werden kann. Das gibt bereits gewisse Freiheitsgrade bezogen auf die Sicherheitsfunktion. Aber sie sind immer noch gebunden an die Mächtigkeit der Firmware. Das heißt, nur was die Firmware unterstützt, kann auch genutzt werden und konfiguriert werden. Und das ist genau der Punkt, wo wir beim AX8000 den nächsten größeren Schritt gegangen sind. Der AX8000 realisiert im Auslieferungszustand die übliche STO-Funktionalität. Das heißt, entweder fest verdrahtet an der Front oder über FSOE kann STO getriggert werden. Entsprechend der AX5805 zum Beispiel. Aber wenn Sie jetzt weiterführende Antriebsfunktionen benötigen, können Sie eben ein Safety-Projekt auf den AX8000 laden, um zusätzliche Sicherheitsfunktionalitäten zu realisieren. In diesem Fall, wenn Sie den AX8000 als Zielsystem benutzen, haben Sie zusätzlich interne Safety-Parameter, wo Sie die Testung der Eingänge konfigurieren können oder das Primary und Secondary Feedback. Und Sie haben ein internes Prozessorbild, wo Sie auf alle antriebsinternen Daten zugreifen können. Also zum Beispiel auf die Geschwindigkeit oder Position des Encoders. Und das Besondere ist eben jetzt, dass Sie diesen AX8000 wie eine Sicherheitssteuerung programmieren können. Programmiert wird der AX8000 über unseren TwinKit 3 Safety Editor analog zur dedizierten Sicherheitssteuerung. Das heißt, egal ob Sie jetzt eine EL6910 als dedizierte Steuerung verwenden oder eben eine der integrierten Lösungen, also die EL1918 Eingangsklemme mit integrierter Logik oder eben dem AX8000, alles ist mit der gleichen Oberfläche zu programmieren und kann auch relativ einfach gewechselt werden. Das heißt, wenn Sie jetzt ein EL6910-Projekt haben, die kommuniziert mit einer EL1918 oder irgendwelchen Ausgängen
können Sie jederzeit sagen, okay, mein Projekt soll nicht auf der 6910 laufen, sondern auf der IEEE 1918. Das heißt, Sie müssen eigentlich nur das Zielsystem umstellen und sagen, welche IEEE 1918 Ihre lokale IEEE 1918 ist. Das Gleiche gilt eben auch für den AX 8000. Per Default hat es das STO-Projekt, aber wenn Sie jetzt erweiterte sichere Antriebsfunktionen benutzen wollen, wie zum Beispiel Safe Limited Speed, müssen Sie das Safety-Projekt auf dem AX 8000 verändern, damit diese Funktionalität umgesetzt wird. Um Ihnen das möglichst einfach zu gestalten, haben wir eben den TwinSafe Motion Wizard entwickelt, der es eben erlaubt, schnell und intuitiv zu Ihren sicheren Antriebsfunktionen zu gelangen. Genau das ist der Fokus unseres ersten Tutorials. Im ersten Tutorial heute zeige ich Ihnen, wie Sie ein Safe Motion Projekt von Grund auf realisieren können mit dem TwinSafe Motion Wizard. Vor der eigentlichen Demonstration des Handlings unseres TwinSafe Motion Wizards in TwinCAD 3 möchte ich einen kurzen Überblick über die allgemeinen Informationen geben, also was zeigen wir heute, was sind die Voraussetzungen. Danach zeige ich ganz kurz, wie unser Demosystem aussieht, also welche Hardware haben wir verbaut und welche Sicherheitsfunktionen wollen wir realisieren. Dann nach der eigentlichen Demonstration gebe ich noch einen kurzen Ausblick, welche Tutorials im Detail dann noch folgen werden, Schritt für Schritt. Und abschließend haben wir noch ein kurzes Q&A, aber ausschließlich natürlich bezogen auf unseren TwinSafe Motion Wizard. Das Ziel des Tutorials ist es, vorzuführen, wie man mit dem TwinSafe Motion Wizard ein TwinSafe Motion Projekt generieren kann, beziehungsweise im Detail zeige ich, wie man mit dem Wizard ein Projekt erzeugen und konfigurieren kann, um jetzt in unserem Beispiel hier eine SLS-Funktion realisieren zu können, also Safe Limited Speed. Als Voraussetzung für dieses Tutorial, damit Sie das quasi selber nachvollziehen können, brauchen Sie eine TwinCAD 3-Version Größe gleich 4024.11, eine TE 9000, also eine TwinCAD Safety Editor Version Größe gleich 1211. Sie brauchen auf dem AX 8000 eine TwinSafe Firmware Größe gleich 03 und eine AX 8000 Firmware Größe gleich 0104 mit der Default Module ID aktiv. Der Startpunkt des Tutorials ist ein existierendes Standardprojekt. Das heißt, es gibt eine TwinCAD 3 Solution mit einem Standard PLC Projekt, was benutzt wird, um zum Beispiel die Achsen anzusteuern oder AeroX zu setzen. Und zusätzlich gibt es ein existierendes IEEE 6910 Projekt, womit sichere Eingänge und Ausgänge verarbeitet werden. Und der Ziel ist es dann quasi mit diesem Safe Motion Projekt eben direkt mit dieser IEEE 6910 zu kommunizieren, damit von dort aus quasi SLS angetriggert werden kann. Betrachten wir unser Demosystem, haben wir einen relativ einfachen Hardwareaufbau. Wir haben ein CX für die EtherCAT-Kommunikation und die Standardsteuerung. Wir haben eine IEEE 6910 im System als Master TwinSafe Logic. Das heißt, wie bereits erwähnt, soll der AX 8000 letztlich sicherheitsrelevant mit dieser IEEE 6910 kommunizieren. Wir haben eine IEEE 1918. Auf dieser IEEE 1918 ist eine Lichtschranke verdrahtet und natürlich haben wir ein AX 8000 X2XX, also in der Safe Motion Variante, um letztlich das generierte Safe Motion Projekt auszuführen. Die Sicherheitsfunktion, die wir realisieren wollen, ist auch relativ einfach gehalten. Wir haben ja eine Lichtschranke. Sobald diese Lichtschranke unterbrochen wird, wollen wir SLS auf dem AX 8000 triggern. Das heißt, der AX 8000 soll dann die Geschwindigkeit überwachen und eine Verletzung der oberen Geschwindigkeitsgrenze soll zum STO auf dem AX 8000 führen. Startpunkt für unsere Vorführung ist ein existierendes TwinCAD 3-Projekt. Unter anderem haben wir also eine I/O-Konfiguration mit den entsprechenden AX 8000-Einträgen. Und über das Kontextmenü TwinSafe Wizard Start Safe Motion Wizard können wir nun den Wizard starten. Im ersten Schritt sehen wir eine Übersicht über existierende und virtuelle Achsen. Das heißt, wir wählen hier unsere beiden Achsen aus. Im nächsten Schritt müssen wir für die einzelnen Kanäle das Feedback konfigurieren. Das heißt, Single Turn oder Multi Turn. Andere Motoren ist vorgesehen, zum Beispiel für ENDAT 2.2 Safety Motoren.
Im nächsten Schritt wiederum können wir dann einfach die Sicherheitsfunktion wählen, die wir realisieren wollen. In unserem Fall wollen wir auf Kanal A jeweils die SLS-1-Funktionalität realisieren. STO ist sowieso überall aktiv. Im nächsten Schritt können wir unser SafeMotion-Projekt noch entsprechend benennen, welches für den AIS 8000 generiert wird, und sehen auch noch eine Übersicht, welche Funktionen wir ausgewählt haben. STO und SLS-1 in unserem Fall. Im nächsten Schritt wiederum machen wir die Verbindung zum EL6910-Projekt. Das heißt, bei uns gibt es ein 6910-Projekt. Wir wählen unsere beiden Achsen aus, damit eben diese AX 8000 mit diesem EL6910-Projekt kommunizieren können. Im nächsten Schritt werden automatisch die sicheren Adressen ausgelesen, beziehungsweise bei virtuellen Achsen oder nicht erreichbaren Achsen kann ich die Adressen selber konfigurieren. Das war auch schon der letzte Schritt im Wizard. Wenn wir jetzt den Wizard laufen lassen, werden die beiden Projekte generiert bzw. verändert, was hier einfach nur gemeldet wird. Und jetzt habe ich quasi ein fertiges AX 8000 Projekt, was nur noch konfiguriert werden muss. Über die Multi-Settings-Datei kann ich jetzt quasi die Parameter eintragen, die ich für meine Funktion brauche. Wir wollen SLS1 realisieren, das heißt hier relativ weit hinten in der Tabelle finde ich den Min- und Max-Wert für die SLS1-Funktion. Das heißt, meine zuvor bestimmten Parameter muss ich da einfach nur noch eintragen und habe dann die SLS1-Funktionalität für den AX 8000 fertig konfiguriert. Das heißt, das Einzige, was ich im Anschluss noch machen muss, ich muss für den AX 8000 die entsprechenden Safety-Projekte runterladen, was wir hier über unsere Funktionalität Multi-Download realisieren. Das heißt, für die beiden AX 8000 gehen wir einfach nur noch auf Multi-Download, sehen dann in der Übersicht, welche Safety-Projekte ich runterladen kann. Ich möchte hier die AX 8000 Projekte runterladen, gebe im nächsten Schritt meine Benutzerdaten ein, also Benutzername und Passwort, und wähle entsprechend die Safety-Projekte aus, die ich runterladen will. In unserem Fall wollen wir beide runterladen. Nun wird quasi das Safety-Projekt für die beiden AX 8000 in die entsprechende Form gebracht und an den AX 8000 übertragen. Das heißt, ich muss nur noch meine CRCs überprüfen und die beiden Safety-Projekte freischalten. Und in diesem Moment sind wir mit der ersten Inbetriebnahme der SLS1-Funktionalität auf dem AX 8000 quasi fertig. Wenn wir jetzt die Funktion debuggen müssen zum Beispiel, können wir auch jederzeit in die Implementierung reingehen. Das heißt, wir können oben unseren AX 8000 wählen und können dann ganz normal wie bei der dedizierten Sicherheitssteuerung den Online-View aktivieren. Sehen die beiden eingestellten Min-Max-Grenzen für diesen AX 8000 und können uns auch die Online-Werte noch einblenden lassen, damit wir die Analog-Werte wirklich sehen. Der hier gezeigte Analog-Wert ist natürlich jetzt 0, weil wir haben ja nur das AX 8000-Projekt runtergeladen. Was uns noch fehlt, ist die wirkliche Verbindung zum 6910-Projekt. Die eigentlichen Verbindungen über die Alias-Devices, die wurden vom TwinSafe Motion Wizard angelegt. Das heißt, für beide AX 8000 haben wir das Alias-Gerät vorkonfiguriert mit der Geschwindigkeit und den Parametern. Und was wir jetzt in der Applikation noch verknüpfen müssen, sind zum Beispiel die Arrow-Exit-Signale für Kanal A und natürlich SS1. Das heißt, wir müssen alle Einträge im Prozessabbild natürlich entsprechend der Applikation beschalten. Bei uns ist es jetzt gerade relativ einfach, weil wir wollen ja eigentlich SLS1 verwenden. Das Safety-Projekt auf der 6910 haben wir natürlich vorneweg vorbereitet, damit einfach auch die Demonstration schneller geht. Das heißt, nach Kanal A verknüpfen wir jetzt noch AirRack Kanal B. Und was zu guter Letzt noch fehlt, sind die STO-Signale für die beiden Kanäle, Kanal A und Kanal B. Und schon sind wir an der Stelle, dass wir ein fertig
verknüpft das Projekt zwischen 6910 und AX8000H. Das heißt, das Einzige, was für unsere Inbetriebnahme jetzt noch fehlt an der Stelle, ist das Runterladen des 6910-Projektes. AX8000 haben wir schon runtergeladen. Das heißt, nur für die 6910 geben wir jetzt Benutzername und Kennwort ein, wählen das 6910-Projekt aus, überprüfen im nächsten Schritt wieder die CAC und aktivieren das Safety-Projekt entsprechend. Wir müssen an dieser Stelle natürlich kurz die Konfiguration neu aktivieren, weil wir ja das Prozessorbild der 6910 geändert haben. Das heißt, wir aktivieren das Safety-Projekt und dann sind wir fertig mit unserer Inbetriebnahme. Das heißt, im nächsten Schritt prüfen wir noch, ob die sicheren Verbindungen wirklich funktionieren und hochlaufen zu den AX8000. Das heißt, wenn aktiviert ist, gehen wir kurz zur 6910 und betrachten das Prozessorbild und sehen an der Stelle eben, dass alle drei Verbindungen erfolgreich hochlaufen. Das heißt, 1918, die erste Verbindung war ja schon da und auch die anderen beiden Verbindungen laufen hoch in den Zustand Data. Das heißt, wir haben jetzt eine erfolgreiche Verbindung zwischen den beiden AX8000 und der 6910. Und können jetzt entsprechend unsere Applikation quasi die Beschaltung prüfen. Das heißt, bei uns ist es ja so, wir haben die 1918 mit der Lichtschranke verbunden. Und wenn diese Lichtschranke verletzt wird, soll SS1 STO ausgelöst werden. Und auf dem AX8000 prüfen wir im nächsten Schritt eben noch, ob die Signale entsprechend unserer Konfiguration ankommen und sehen im Online-Mode, dass sowohl STO als auch SS1 auf dem Kanal A erfolgreich ankommen und auch im Error Handling sehen wir, dass alles richtig konfiguriert wurde, weil eben die Achsen die entsprechenden Signale ausgeben, nämlich SS1 und STO. Das war auch schon alles der heutigen Vorführung. Ich hoffe, ich konnte einigermaßen gut zeigen, wie einfach es ist, mit dem TwinSafe Motion Wizard ein vollständiges Safety-Projekt zu realisieren mit der entsprechenden Verknüpfung zur EL6910. Wie am Anfang bereits erwähnt, ist es nur der Start in eine Serie von Tutorials. Das heißt, ab jetzt, so also im 1 bis 2 Wochen-Takt, wird es neue Tutorials geben. Im nächsten Tutorial, betrachten wir, was genau gemacht werden muss oder soll, wenn ich ein bestehendes Safe Motion Projekt habe und es eben zu einem TwinSafe Motion Wizard Projekt umbauen will. Als nächstes dann im Anschluss werden wir betrachten, wie man eine Safe Limited Position Funktionalität umsetzt, wie man die Firmware des AX8000 mit unserem Twinkit 3 Safety Editor updaten kann. Und das nächste, was bisher geplant ist, ist die Erzeugung eines TwinSafe Motion Wizard Projekts mit zusätzlicher lokaler Sicherheitsfunktionalität. Also ich möchte nicht nur die von uns vordefinierten Sicherheitsfunktionen benutzen, sondern möchte zusätzlich noch irgendwelche sicheren Geräte auswerten. Dann möchte ich mich an dieser Stelle für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Falls Sie noch Fragen haben, können Sie es jederzeit entweder über unseren Fragendialog stellen oder mich einfach per E-Mail anschreiben. Auch wenn Sie Ideen haben für zukünftige Tutorials, was wir eventuell näher beleuchten sollten, können Sie jederzeit Anregungen per E-Mail schicken oder eben hier über die Plattform.